Iwashima-Hinterland entdeckt. Nur guck. Reistee. Machen wir mal Tee. Nein, nicht doppelt. Ich werde etwas Holz sammeln. Finde ich eine gute Idee. Ich nehme mich auch. Ich glaube, da oben komme ich nicht an. Tada. Komme ich nicht hin. Mir gefällt, dass man für Spuken Talent braucht, weißt du? Man muss echt was können, um ein Ziel zu finden, zu zielen und einen Volltreffer zu landen. Können und pures Talent in reinen Form. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich etwas Gutes kann. Ich möchte nie aufhören, von hohen Gebäuden zu spucken. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich mal jemanden direkt auf den Kopf treffen könnte. Anscheinend geht mir nie die Spucke aus. Diese kleine Brücke ist nicht sehr hoch und da unten schwimmt nie jemand. Zu spucken ist aber trotzdem ziemlich erfüllend. Ich bin voll ausgerüstet, ich habe meinen Mund und meine Wasserflasche. Ich bin bereit und ich habe genügend Willenskraft, das noch jahrelang zu machen. Na, wenn du meinst... Erdbeerchen. Noch ein Eichenstamm. Okay, hier lohnt sich das echt. Naja, muss ja auch ein bisschen nicht. Wenn man hier so ganz viel umsonst hinfährt, wäre es ja auch... Genau. Ist man nämlich lange, zu lange gedrückt, klappt's auch wieder nicht. Kupfererz. Von jedem ein bisschen. Gucken wir mal, ob es da unten gleich noch was nachher gibt. Ja, zu Otto. Schauen wir mal, gibt es hier noch was zu finden? Vielleicht kann ich ja unter die Brücke, unter der Brücke. Nein, kann ich nicht. Okay. Was war das?
Na, mal gucken. Weit komme ich eh nicht, wahrscheinlich. Wow. Was zu futtern? Gut, der Kaffee geht schnell, aber trotzdem nutzen wir mal die Zeit, nicht? Mount Toriyama entdeckt. Ja, das sieht doch nach einer Mine aus. Bin ich ja mal gespannt. Tja, da gibt's zwar was, aber ich komme nicht hin. Okay. Ein Schaf. Da geht's nach oben. Was haben wir hier? War nix. Achso, kann man hier vielleicht hochspringen? Nee. Oh, ein Wolf. Oh, hallo junge Dame. Wie geht es dir? Oh ja, genau. Vielleicht kannst du mir helfen. Du bist dort unten doch sicher auf ein entlaufenes, wolliges Schaf gestoßen. Ich wollte es wieder in den Pferch treiben, aber dieses sture Ding wollte einfach nicht auf mich hören. Du hast aber Glück, denn seine Schwäche ist seine Gefräßigkeit. Es wird also jedem folgen, der es füttert. Wärst du so nett und würdest es versuchen? Wo kann ich machen? Erstmal gehen wir dahin, weswegen wir hierher gekommen sind. Kohle. Ach Gott. Da läuft man sich auch noch. Gar nicht so einfach. Boah, das ist echt nicht so einfach. Achso, da ich das noch nicht kann. Apfelsamen, das ist ja auch schick. Nee, da wollen wir noch nicht raus. Oder das ist generell so, dass man einfach mehrere Anläufe braucht. Kann ja auch sein. So, und wie fütter ich das Vieh denn jetzt? Essen geben. Was nehmen wir denn? Möchi?
Ach, süß. Oh, was für ein nettes Schaf. Es ist dir bis zu seinem Zuhause gefolgt. Du hörst sicher immer auf deinen Magen, nicht wahr, kleiner Kerl? Hihi. Meine Söhne waren genauso. Findest du nicht auch, dass es einsam aussieht? Vielleicht ist es deswegen losgezogen. Ich werde ihm Gesellschaft leisten, keine Sorge. Aber vielleicht, nun, wenn du noch ein verirrtes Schaf findest, könntest du es vielleicht hierher bringen? Dann könnten sie sich unterhalten, also nur, wenn es dir keine Unannehmlichkeiten bereitet. Oh, ich bin übrigens Alice. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Gehen wir mal nach Hause. Waren ja fleißig. Genau, Essen habe ich auch gekocht. Na, komm. So, Kohle habe ich auf jeden Fall. Was brauchte ich denn dann noch? Guck mal, ich kann eine Gießerei herstellen. Eieiei. Wahrscheinlich zu weit oben, ne? Ach so, das guckt oben rüber. Das heißt, ich brauche ein größeres Bütchen. Oder ich muss hier umstapeln. Na, doch nicht. So. Dann haben wir den. Kalkstein, das ist erstmal wichtiger, dass die gute ihre Hütte kriegt. So. Dann ist die auch happy. Süße. Unglaublich, Stella. Holz, Pflanzen, sogar ein naturbelassener Raum zu meditieren. Ihr habt euch wirklich selbst übertroffen. In diesem Hängebett werde ich traumhaft schlafen können. Ja, ich werde nur wieder ganz gesund sein. Und vielleicht, hör zu, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Mir ist bewusst geworden, dass ich mich besser um mich selbst kümmern muss. Der Körper sollte auf den Geist hören, deshalb brauche ich Klarheit. Ich brauche Kraft und Energie. Mir fehlen gerade positive Mineralien. Steine und Kristalle sind auf elementarer Stufe mit der Welt verbunden. So wie der Mond dunkel ist, wenn die Sonne ihn nicht erreicht. Lebewesen verkümmern, wenn ihre tellurische Verbindung unterbrochen wird. Also Stella, was meinst du? Könntest du mir ein paar Edelsteine und Mineralien für meinen Arzneischrank bringen? 3 sollten genügen. Und für dich soll es sich ebenfalls lohnen. Ich kann dir alle interessanten Eigenschaften der Steine erklären, die du mir bringst. Mhm. Na, was hast du? Warum angelst du denn nicht mehr? Das wirkt so schön beruhigend. Du wirst einfach die Leine aus und wartest. Das ist so entspannt. Aber dann wird es zum Kampf deines Lebens. Du steckst dein ganzes Herzblut hinein. Was daran ist nicht faszinierend? Ja. Hast du auch Hunger?
Gerne doch. Wohin fahren wir denn jetzt? Ups, was ist das denn? Useki-Steinbruch. Profitgier GmbH. Na komm. Fahren wir mal erst dahin. Und dann da. Könnt ihr echt ein bisschen schneller sein. Zitrin, das hab ich. Quarz, wo ist es denn? Zitrin. Oh, das ist ein Zitrin. Wusstest du, dass Zitrin die Motivation fördert und die Kreativität beflügelt? Es soll auch die Selbstdarstellung anregen und die Konzentration verbessern. Dieser Stein belebt den Geist und bringt Emotionen ins Gleichgewicht. Na Mensch. Eine Sache habe ich ja denn schon mal. Fehlen nur noch zig andere. Als der Drache mich fand zu Hause, wusste ich, dass ich gehen musste. Ich hatte das Gefühl, dass ich nur heilen konnte, wenn ich ginge. Damals war es mir nicht bewusst, aber ich brauchte Liebe. Und an diesem verwünschten Ort gab es keine Liebe. Aber im Exil traf ich deine Tante. Mir war noch nie jemand begegnet, der so voller Freude war wie Rose. Sie war so voller übersprudelndem Leben. Du erinnerst mich sehr an sie, Stella. Sie pflegte mich wieder gesund, Schritt für Schritt. Ohne sie hätte der Drache mich mitgenommen. An Ort und Stelle, da bin ich mir sicher. Und dann hätte ich dich nie kennengelernt. Sie hat mir Dinge beigebracht, nicht auf die gewöhnliche Art, sondern indem sie mir die Augen für das geöffnet hat, was bereits in mir war. Für das reichhaltige Leben im Inneren, dem der Drache nichts anhaben konnte. Dem mein Vater nichts anhaben konnte. Für die Verbindung zwischen allen Dingen. Für universelle Liebe. Ich schulde ihr so viel. Nun ja, vielleicht habe ich deshalb das Gefühl, dich unterrichten zu müssen. Oi. Danke. Honigbienchen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Oder auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, viel Spaß!